Heizung mit Laminat, ein großes Wannenbad mit Fenster. Fangen wir gleich erstmal im ersten großen Zimmer hier hinten rechts an. Beide Zimmer fast gleich groß, 2-WG-tauglich. Große Fensterfront, normalerweise Südseite, aber da wir ja Winter haben und es schneit gerade draußen etwas, ist es natürlich im Winter alles etwas schwierig. Aber schöne große Zimmer mit Laminat, Tapete. Alles schöne weiß gehalten, ruhige Seitenstraße, Parkmöglichkeiten auch genügend vorhanden. Blick ins große Zimmer, ins Zimmer 1 sozusagen fensterseitig. Jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Jetzt haben wir eine riesige Küche von unendlicher Größe oder einen Wohnküchen, offenen Küchenbereich. Das geht ja als 2-WG natürlich optimal. Hier links haben wir gleich den Fliesenspiegel und den Anschlussspülherd. Sozusagen, geht nämlich richtig tief hier rein. Wie gesagt, riesige Küche oder Wohn- und Küche, offenen Küchenbereich ist beides möglich, weil das Ding ist riesig, ist das hier. Da hat man nochmal den Fliesenspiegel, Anschlussspüle jetzt. Hier großer Innenhof, wie man sieht, hat gerade geschneit wieder. So, jetzt der Blick. Da sieht man, wie links das ganz tief reingeht. Also als WG-taugliche Wohnung. Wunderbar. Hat man einen wohnoffenen Küchenbereich und zwei separate Zimmer gleich groß. Perfekt. Mehr geht fast gar nicht. Das für kleines Geld zu haben. Nochmal von der Küche aus, dass man mal den Bereich nochmal sieht, wie weit das da hinten reingeht. Zimmer, beide Zimmer fast gleich groß, nebeneinander liegend. Fensterseitig ins zweite Zimmer sozusagen. Jetzt
ganz viel, das Wichtigste noch, zum aus dem Zimmer hier raus, direkt gegenüber, das riesige Wannenbad. Die Wohnung ist völlig autark. Die Wohngemeinschaft zahlt sozusagen, wenn es eine wird, wirklich nur, was man selber verbraucht. Toilette hinten in der Ecke schön separat. Stört man niemanden da hinten. Großes Fenster in den Hof. Blick in das große Wannenbad. Fensterseitig. Links das Handwaschbecken, Spiegelschrank. Dann sind wir durch die schöne 2,5-Zimmer-Wohnung Leipzig-Städteritz schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Danke.